Angeln gehen will ich. Was braucht man alles zum Angeln? Man braucht eine Angelrute. Logisch. Und Köder, den man dran packt, ne? Da habe ich mich tatsächlich vorhin mal ein bisschen eingelesen. Was es an möglichen Ködern gibt. Ha, aber... Ich glaube... Ich werde erstmal noch ganz fix zumindest ein paar NPC-Räume machen, dass es da nicht Probleme gibt. Weil ich bin mir sicher, es fehlen mir mangels Platz NPCs. Oh, das müsste aber schnell erledigt sein. Ja, habe aber nur noch zwei normale Türen. Das reicht nicht. Aber ich könnte das mal aufstellen. Da oben sind keine Türen. Zwei habe ich schon. Das reicht für ein Zimmer. Ich brauche noch sechs Stück. Das ist schon Holz. Und Türen, Türen, Türen. Ganz stinknormale Türen. Halt. Nein. Ah, da sind sie. Sechs habe ich gesagt. Also, zack, passt. Holz wieder zurück. Brauche ich das nämlich nicht. Die Potions kann ich wegballern. Ich will ja heute nicht kämpfen. Das wird heute eher eine gechillte Prep-Runde. Offstream zu den Biomen erweitern kam ich gar nicht. Ich glaube nicht. Oder wollt ihr zugucken? Ein bisschen Biome machen? Glaube ich eher weniger. Da habe ich den Stuhl. Jetzt gucken, dass das zu meinem Muster natürlich wieder passt, was ich da angefangen habe. Ja, schon haben wir da jemanden, der eingezogen ist. Die Fackel, da ist die Fackel und der Stuhl, aber der soll bitte zum Tisch gucken. Danke. Na, da. So, und ein Türchen rein auf jeder Seite. Die Türen sind nicht zwingend notwendig, glaube ich. Aber ja, das macht halt das Ganze wie so einen privaten Raum halt, ne, für den jeweiligen NPC. So. In der Richtung gucken, damit das mit dem Stuhl passt. So. Da können da jetzt noch weitere Leute einziehen. 1, 2, 3, 4. Warum bist du da oben eingezogen? Ah, ne. Okay. Hab mich gerade schon gewundert. Da oben ist ja die Bedingung gar nicht erfüllt hier mit Tisch und Stuhl. Das muss gerade einfach nur geglitscht gewesen sein. Jetzt ist sie da wohl. Da, genau. Jetzt ist sie in den richtigen Raum. Die wurde das letzte Mal gekillt, deswegen. Lalala. Dann ist der Cyborg in ihr Zimmer eingezogen. Eine Collage hast du gebastelt auf der Reha. Wurde euch dafür ein Thema vorgegeben oder hast du dir was selber ausgesucht? Collage basteln habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. So, das kannst du alles behalten. Erstmal, ich will ja, wie gesagt, heute nicht kämpfen. Namen Antonia.
Angeln gehen will ich. Angeln gehen. Hier. Ich habe tatsächlich eine Fiberglasangel. Aber nichts anderes. Wo packe ich denn den hier hin? Den brauche ich gerade nicht. Da packe ich dich auf die 3. Bei der ersten Collage war das Thema Arbeit. Bei der zweiten hatte man freie Wahl. Uhu. Wenn du es teilen magst. Auf Discord. Hallo Eule. Eulen sind... Nein, Eulen sind kein Bait für die Fische. Eulen sind kein Bait. Wo habe ich denn? Ah! Ich suche das Käfernetz zu fangen. Deswegen... Das habe ich... Nee, das ist eine Schatzkiste. Das habe ich hier drin, oder? Ja, da ist es doch. Ich brauche das. Dieses Netz. Damit ich das Viehzeug fangen kann. Nee, Häschen sind leider auch kein Bait. Also Käfer, diverse Käfer, Schmetterlinge, Würmer muss ich sammeln. Das ist ein geeigneter Bait. Ah, du kannst die Collage nicht teilen, weil man keine Aufnahmen machen darf und sie sind dort geblieben. Ja gut, okay, wenn das halt bei denen so die Regel ist. Schade. Hat es aber zumindest Spaß gemacht und entspannend. So ein bisschen Bastelarbeit ist ja manchmal schön entspannend. Außer man handwerkt mit dem Heißdrahtschneider, wie mein Schatzi vorhin. Der hatte mir nur wieder Frust, weil ihm der Draht gerissen ist oder so. Kriege ich euch trotzdem? Einfach mal so. Trotzdem. Weil ich jetzt eh schon das Ding habe. Ach. Wurde die Invasion angekündigt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Zählte das als Invasionsankündigung, was das letzte Mal da erzählt wurde? Hilfe! Wer hat die Gravitation abgestellt? Das meinen die Aliens gerade, kann das sein? Das sind aber andere als das letzte Mal. Boah, sieht das geil im Hintergrund aus. Da mit dem Gewitter. Den Planeten da noch im Hintergrund. Das sieht ja schon genial aus. Au, der hat mich getroffen. Boah, die tun schon ganz schön weh. Muss man sagen. Wie, der Balken ist schon weg? Was ist jetzt los? Oh, muss ich echt jetzt? Kann ich das nicht daheim in meiner Base machen? Geht der Balken einfach weg? Nee, ich sehe dich doch da oben brutzeln. Ich komme nicht. Nein. Irgendwas will mich da mit Blitze beschießen. Ich bin doch nicht bescheuert und lauf da rein. Dass irgendwas aus dem Weltraum auftaucht, habe ich jetzt nicht als Invasion so verstanden, sondern dass es für die 4 Säulen galt, die ich getriggert habe. Aber ich habe nicht mit einer Alien-Invasion hier gerechnet. Da, Spawns. Kommt her. Ich muss leider irgendwo bleiben, wo die Beste bleibt. Sonst funktioniert das nicht. Was auch immer das war, hörte sich schmerzhaft an.
mich doch mal. Aber sind gerade nur diese Aliens da, keine anderen Spawns, so wie ich das sehe. Hilfe, ich kann leider gerade den Chat nicht lesen, weil ich muss mich verteidigen. Au. Ich hoffe, wir finden beim Angeln noch ein paar Lebensfrüchte. Das wäre auch nicht schlecht. Gleich haben wir es. Ja, wenn ihr immer so dahin spawnt, dass mein Wächter euch da... Dann ist das schnell erledigt. Seit ihr den Guardian verbessert haben, ist er echt genial. Muss ich mal sagen. Manchmal vielleicht ein Ticken zu aggressiv, aber... Ne? Der Balken ist leer. Willst du dich mal aufhören? Oder ist das... Moment, ist das nicht eins der Symbole von einem dieser Säulen? Jetzt verstehe ich auch, warum das nur außerhalb meines Turms. Jetzt macht es auch Sinn. Das ist keine Invasion an sich. Das gehört zu einem dieser vier Diener. Da. Der spawnt einfach einen Haufen Minions. Was ist das für ein feiger Arsch? Gut, aber da drin bin ich safe. Da bin ich erstmal safe. So. War schneller fertig mit der Arbeitscollage als die anderen, weil ich dann doch noch in den richtigen Magazin was gefunden habe und freies Thema war easy, was rauszuschnippeln. Dann hatten die einfach das richtige Material liegen. Ist doch geil. Collage habe ich seit der Grundschule nicht mehr gemacht. Aber ich weiß nicht mehr, was wir da als Thema hatten. Ist so lange her. Okay. Wie hoch ist die Reichweite von diesem Gegner? Da muss es doch einen toten Winkel geben oder so, indem wir da in aller Ruhe nachher... Ich muss doch irgendwo Zeug einsammeln können. Ich brauche Regenwürmer und Schmetterlinge. Aber wenn die da hier ja Rabatz machen, die vier da, wie soll ich denn da Köder sammeln? Ja, ich dachte mir doch das Symbol. Vortex Pillar. Wenn wir zu weit darüber laufen, bin ich in deinem Radius drin, ne? Aber wenn es bis da einen toten Winkel gibt, dann gilt das vielleicht auch in eine andere Richtung. Du bist da dummerweise an einem meiner Seen. Also werde ich da nicht angeln können. Aber wir haben eventuell Ruhe am Ozean. Ich will doch erst die ganzen Potions und das Gedöns da aus den ganzen Fischen machen, bevor ich mich mit euch messe. Schmetterlinge spawnen, gerade keine. Wahrscheinlich genau wegen dieser blöden Pillars nicht, ne? Hm. Kaninchen helfen mir nicht. Muss ich unter die Erde? Oder ich muss versuchen, einen von denen so platt zu machen. Reicht scheinbar. Ja. Jetzt habe ich mir nur dummerweise die Karte da oben weggemacht. So.
Das war zu früh. Jetzt. Fledermäuse zählen leider auch nicht als Köder. Ich bräuchte Regenwürmer, aber es regnet gerade nicht. Manchmal kann man sie aber auch so aus dem Gras aufscheuchen. Dazu braucht man aber erstmal Gras. Mushroom, Mushroom, Mushroom. Lass den Fisch in Ruhe. Von dem haben wir gerade. Dem wollen wir gerade nichts. Blinkcoach? Nein. Kann ich nicht angeln heute. Ohne Köder geht nicht. Muss ich mir eventuell vom Angler welches kaufen? Was ist das da unten drin, das Grüne? Was ist das? Was ist das? Ach, da ist was gestorben, das Cursed Flame droppt. Ach so. Hi. Ich suche leider nicht. Hab noch nichts, was ich dir abkaufen kann, beziehungsweise irgendwas zu verkaufen. Ja, da bist du. Will ich aber nicht. Oh, hallo. Der bringt so einen wurmartigen Gegner mit. Interesting. Na? Ich will da hoch. Nicht da hoch. Ah! Ich will da in diese Lücke rein. So. Mehr nicht. Die Spinne ist zu groß. Die funktioniert nicht. Als Köder. Ah. Oh, Würfel. Au, au. Eine Lebensfrucht, die leider gerade nicht trägt. Schade, schade, schade. Da war aber eine. Kommt mir nur recht. Brauche ich eh noch mehr. Da ist nicht zufällig. Ein Bumerang. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Also noch eine. Ah, aha, halt, halt, halt. Nein, jetzt hast du es getötet. Das war ein möglicher Köder. Das war eine Schnecke. Die habe ich aber erwischt. So. Die Dschungelsporen wollte ich eigentlich liegen lassen, aber gut. Jetzt habe ich sie aus Versehen eingesammelt. Oh, Plantera Bull. Die sollte ich vielleicht in Ruhe lassen. Nein, Plantera möchte ich jetzt mich nicht erleben. Lebensfrucht ohne Dingen. Ich brauche... Ja, da krabbelt was. Grubby. Da ist auch Grünzeug. Ist Ruhe? Kann ich... Gut. Au! Au, au, au. Das tat weh. Hallo. Du... Aber du bringst mir eigentlich nichts. Also kann ich dich auch einfach später bauen. Au. Und das so. Da drüben auch. Ja, mach deinen Job, Guardian. Dafür bist du ein Guardian. Danke. Es sind auch einige Lebensfrüchte, die ich die ganze Zeit übersehen habe. Sieh mal an.
Ich habe die vorher gar nicht so wahrgenommen hier. So. Der sieht doch schon mal ein bisschen besser aus als vorher. Au. Nervt nicht. Kann jetzt halt gerade wirklich nur die Jungle-Baits hier sammeln. An die anderen komme ich wegen gewisser Gegner nicht ran. Noch ein Herzkristall. Na komm, ich krieg doch ein bisschen krieg ich noch hier. Ist doch bestimmt irgendwo noch Grünzeug. Unter dem sich ein Käfer oder irgendwas verbirgt. Da! Schnecke! Noch ein Kristall. Dynamit? Nein. Nicht interessiert. Was kommt jetzt da schon wieder? Oh, da ist noch einer. Immer her. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Ach, verdammt. Gehen wir hier rein. Für einen Moment. Ich habe mein Schweinchen ge... ich habe es hier, okay. Ich werde mal kurz ein paar Sachen wegpacken müssen, weil das wird eng. Ich höre dich, Wurm. Fackeln. Wo sind die her? Habe ich die aus den Vasen bekommen? Banner. Ja, Banner kann man runter verbannen. Alte Krone. Kürbisse gibt es hier unten nicht. Du bist Bait, du bist Bait. Und du bist Bait. Die drei, das ist alles Bait. Das kann weg. Und, ja, pass weiter auf mich auf, Guardian, bitte. So, also die drei, die kann man hier finden. Da kann ich doch bestimmt noch ein paar mehr von finden hier. Ja, schmeiß die Punkte in die Community-Herausforderung. Was wird die dann machen können? Oh, da liegt eine Menge Geld jetzt. Und anderes Zeug. Da liegt auch noch Zeug. Wenn sich das schon anmietet. Aber da wächst kein Gras, da kann ich kein Viehzeug aufscheuchen. Deswegen. Ja, mal sie alle futsch. Die da auch. Danke. Ach ja, da war was da oben. Autsch. Die will ich auch noch haben, danke. Meine Güte, du weißt gar nicht, wohin mit dir. Das ist ja übel heute. Da ist noch was. Au. Nein, ist der jetzt despawned? Da ist er noch. Oder?
Oh, nee, sag mir nicht, du hast den jetzt aus Versehen mitgetötet. Als du da runter gerauscht bist zum Angreifen. Nee, 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 da ist es. Ah, es ist gerade hier runtergefallen. Wo ist es hin? Dieses kleine lila Ding. Wo ist es hin? Da. Nein, kein Interesse, Medusa. Oh, zu spät gesehen. Eieiei. Da will man nur ein bisschen Zeug sammeln. Und wird hier so belagert. Das ist ja furchtbar. Die großen Hornissen zählen leider auch nicht. Leider auch nicht. Da ist eine Schnecke. Sehr schön. Es gibt echt viel hier. Action. Bin ich gleich schon wieder voll? Na, es geht noch. Ne, da war ich schon. Der Fisch ist auf der Trocknet. Ich sehe hier nichts, das sich bewegt. Okay. Unter Wasser ist leider ein bisschen ungünstig. Nächstes Biom. Ledermäuse. Da sehe ich doch was. Ha. Spaghetti. Oh, lecker. Oh. Oh, da bin ich mal gestorben. Dynamit wahrscheinlich. Ist hier gerade im Moment Ruhe? Super. Lecker Spaghetti. Ja, kümmere dich bitte um die Hornisse da drüben. Ist das was zum Essen? Ja, das ist auch was zum Essen, so wie die zwei Sachen da. Ich pack die mal kurz da weg. Ich habe jetzt zwei von jedem. Okay. Das stapelt sich. Das aber nicht. So, die Sachen, die sich nicht so stapeln können darunter. Jede Menge von diesen Fackeln. Das sind aber... Nee, das sind nicht die da, oder? Nee. Weil... Könnte aber hinkommen. Wollen wir mal genauer angucken, wie die leuchten. So. Können wir mal überlegen, wo wir die hinpacken. Nicht in den grünen Dungeon, da packe ich Smaragdfackeln hin. Liegt auch noch Zeug. Aber da komme ich so gerade nicht weiter. Hoppala. Einmal kurz Luft holen. Oh. Komm schon. Ich habe ja wohl da durchgepasst. So. Hier ist gerade sonst nichts mehr. Und auf der anderen Seite da oben von dem Granitgebiet gucken. So. Da geht's weiter mit dem Dschungel.
schon. Zwei von jedem, da geht doch noch mehr, oder? Ihr seid leider zu groß. Ist da was? Sieht ja aus wie eine Druckplatte. Da ist ein Plantera-Ding. Das will ich nicht aus Versehen aktivieren. Gut, dass der Guardian das nicht aus Versehen aktiviert, wenn er dran vorbeirauscht. Hoffe ich zumindest. Bin ich noch ziemlich kacke. Au. Ach, kommt schon. Da, 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 da. Ich sehe dich. Noch eins. Au. Dahin will ich. Ja, ich kann auch mal kurz da runter gehen, wenn du das unbedingt willst. Eigentlich will ich da oben hin. Ich muss Grünzeug kaputt machen. Nee, das war nichts. Zumindest glaube ich, dass es so funktioniert. Wie bei den Regenbombern. Es gibt verdammt viele Herzkristalle noch auf dieser Karte. Ach du Schande. Dabei ist die nur sehr klein. Vielleicht noch was. Hoppala. Aua. Ach, kommt schon. Ansonsten kann ich noch auf Glühwürmchen warten oder Schmetterlinge. Bin am Rand der Karte angekommen. Nehehe. Also regnet eine Menge Zeug, aber keine ködergeeigneten Sachen mehr. Okay, ich glaube, das ist ausgereizt. An der Oberfläche kann ich leider nicht suchen.